Hallo, willkommen zum 56. Thomas besucht Video. Wir sind noch im Stadtviertel Alte Weberei Lustnau, früheres Egeria Areal, und machen die Runde komplett. Hier haben wir eine Agentur für Klimaschutz in Tübingen. Wir haben diese modernen Gebäude und hier haben wir irgendwelche alten Ecken mit Ziegen mitten in der Stadt. Mir vielleicht jemand sagen, dass das irgendeine spezielle Ziege ist oder irgendwas, aber es ist erstaunlich, dass dieser Block noch so alt ist. Physiotherapie. Das fängt jetzt wieder an mit den Blöcken. Aber so richtig die Untergeschosse mit Ladengeschäfte belegt ist noch nicht. Da vorne haben wir einen Egeria Fabrikverkauf vermutlich und einen Spielplatz. Ganz oben hat es eine Dachterrasse. Und auch hier eigentlich nett. Briefkästen in Bunt. Wir hätten eigentlich da den Fußweg hinten laufen können. Hier hat es, glaube ich, ein kleines Café oder sowas, aber so die ganze Auslassung. Da vorne hat es einen Markt Lebensmittel, zumindest wenn ich das richtig erkennen kann. Kreativkonzept, eine Unternehmensberatung und eine Webdesignfirma. Kinder Secondhand Geschäft. Ein Institut für Kulturaustausch. Und ein
Herr, der aus dem Boden rausguckt. Auf den ersten Blick könnte er unserem Oberbürgermeister ähnlich sehen. Aber und da oben haben wir auch schön eine Terrasse. Da geht's noch weiter. Zwei Reihen, das ist Egeria-Platz. Und hier haben wir die Parkplätze mit 3 Stunden Begrenzung, weil das natürlich reicht, wenn man nur kurz filmen will oder in die Boccia-Bahn, so diese richtigen spannenden Dinge gibt es hier noch nicht. Wir filmen aber trotzdem nochmal in das Viertel rein. Zusammengefasst ein schönes Wohnviertel, das die Stadt geschaffen hat. Aber und hier nochmal ganz hinten diese ehemalige B27. Hier sind früher tausende Autos pro Stunde vorbeigefahren. Dann hier rüber, runter in die Stadt rein. Die fahren jetzt natürlich auf der 4-spurigen Straße. Ob das viel besser ist. So, das war's schon beim jetzigen Thomas besucht Video. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Abo dalassen, Daumen nach oben, mit Freunden teilen. Dankeschön.